16. Februar 1957 verkauft.
es den Ermittlern, mit einer Ausnahme den Verbleib aller Wiegen und ihrer Kartons zu ermitteln. Der Karton, in dem der Junge gefunden wurde, war in relativ gutem Zustand und die Innenseite hatte weiße Farbstriche, was darauf hinwies, dass die Wiege, die damit transportiert wurde, auch weiß war. Es wurden keinerlei Fingerabdrücke auf dem Karton gefunden. Die Zeugen. Frederick J. Bennanis, ein 26 Jahre alter Student. Er rief am 26. Februar 1957 kurz nach 10 Uhr vormittags die Polizei und meldete, dass er am Vortag die Leiche eines kleinen Jungen gefunden hatte. Er gab an, am Montagnachmittag gegen 15.15 Uhr entlang einer Landstraße gefahren zu sein. Er sah einen Hasen in das Unterholz springen, stoppte das Auto und folgte dem Tier. Er sah einige Bisamratten fallen und kam dann zu einem großen Pappkarton. Er sah hinein und fand etwas, das er für eine Puppe oder einen kleinen Jungen hielt. Er entschied sich, den Vorfall nicht zu melden, revidierte seine Entscheidung aber am nächsten Tag. Die Polizei erfuhr später, dass Bennanis die Angewohnheit hatte, junge Frauen in einer nahegelegenen Schule auszuspionieren und deswegen womöglich nicht gleich die Polizei anrief. Bennanis machte freiwillig einen Lügendetektortest und bestand ihn. Im März 1957 meldete sich eine Amateurkünstlerin, die den Jungen als denselben identifizierte, den sie in einem Bus von Philadelphia in südliche New Jersey gesehen hatte. Der Junge habe in den Armen eines Mannes geschlafen, mit dem er in Camden in den Bus eingestiegen sei. Übermittelte den Ermittlern eine Zeichnung vom Gesicht des Mannes, aber die Ermittler waren nicht in der Lage, ihre Geschichte zu verifizieren oder den Buspassagier zu ermitteln. Kurz nachdem die Leiche des Jungen gefunden wurde, erzählte ein weiterer Mann der Polizei von einem seltsamen Vorfall am Sonntag, dem 24. Februar 1957, etwa 60 Meter von der Stelle entfernt, an der das Opfer gefunden wurde. Der Zeuge erklärte, er habe ein Auto gesehen, das unmittelbar in der Nähe der Landstraße geparkt war. Eine Frau und ein Junge standen beim Kofferraum des Autos. Die Frau schien nach irgendetwas im Kofferraum zu greifen. Jene Frau war zwischen 40 und 50 Jahren alt, von mittlerer Statur und Größe, und trug einen karierten Wintermantel. Der Junge war etwa zwischen 12 und 14 Jahren alt und etwa genauso groß wie die Frau. Der Zeuge erklärte, er habe gedacht, die beiden hätten eine Reifenpanne. Deshalb habe er sein Auto verlangsamt und gefragt, ob die beiden Hilfe brauchten. Laut seiner Aussage drehten ihm beide den Rücken zu und verharrten still. Sie schienen dabei zu versuchen, das Autokennzeichen vor ihm zu verstecken. Der Mann fand dies seltsam, entschied aber, dass die beiden nicht von ihm gestört werden wollten und fuhr weiter. Verschiedene Theorien und Erklärungsansätze. Eine damals in der Nähe wohnende Pflegefamilie wurde von dem privat ermittelnden Coroner Remington Bristow verdächtigt, etwas mit dem Tod des Jungen zu tun zu haben. Bristow vermutete, dass der Junge ein leibliches Kind der Pflegefamilie war. Beim Verkauf des Hauses im Jahre 1961 sah Bristow sich darin um und fand sowohl einen Ententeich vor, von dem er vermutete, die Hand und die Füße des Jungen könnten darin gelegen haben, sowie eine Wiege der Bauart, wie sie in dem Karton drin
durch ihre Mutter ausgesetzt gewesen. Nach 2,5 Jahren habe sie ihn schließlich getötet, indem sie ihn zu Boden warf, nachdem er in die Badewanne erbrochen hätte. Dazu würde auch der braune Rückstand passen, der im Magen gefunden wurde. Daraufhin habe die Mutter ihm die langen Haare geschnitten, um die Identifikation zu erschweren, und sie und ihre Mutter hätten ihn dann in der Fox Chase Gegend in einem Pappkarton, den sie dort gefunden hatten, abgelegt. M erzählte auch, dass, gerade als sie und ihre Mutter den Körper des Jungen aus dem Kofferraum holen wollten, ein männlicher Autofahrer gestoppt habe und sie gefragt habe, ob sie Hilfe brauchten. Die beiden hätten dann ihre Rücken zu dem Mann gedreht und versucht, das Nummernschild zu verdecken. Nach ein paar Augenblicken sei der Mann wieder davongefahren. Diese Geschichte erzählte M laut Aussage ihrer Psychiaterin bereits 1989, weigerte sich aber 13 Jahre lang, sie auch der Polizei zu erzählen. Die Ermittler waren anfangs von der passenden Aussage Ems begeistert, wenn auch skeptisch. Zu ihrer Enttäuschung brachte eine Nachforschung keine Beweise für diese Geschichte zutage. Die Nachbarn von Ems Mutter, die damals auch einen Schlüssel und damit Zugang zum Haus hatten, erklärten sie als lächerlich und wussten von keinem Jungen, der in dem Haus gewohnt hätte. Auch bei einer Suche im Keller des Hauses wurden keine Hinweise gefunden. Aufgrund fehlender Aufzeichnungen des Gespräches der Psychiaterin mit M aus dem Jahre 1989 kann auch nicht ausgeschlossen werden, dass die Zeugenaussage im Laufe der Zeit verändert oder überhaupt erst später erfunden wurde. Auch die jahrelangen psychischen Probleme von M untergraben die Glaubhaftigkeit der Geschichte. Festzuhalten ist, dass die Ermittler weder einen Beweis noch einen Gegenbeweis für die Geschichte von M fanden. Der Fall wurde 1998 wieder eröffnet. Immer noch gehen in unregelmäßigen Abständen Hinweise ein. Zuletzt haben die Ermittler